Ja, das ist die Melanie, die hier reinkommt. Und die Melanie ist sonst eigentlich immer nur Beifahrerin beim Stefan auf dem Quad. Und sie hat aber gesagt im November zu Stefan: Du Schatz, ich möchte das auch mal machen, dass ich direkt selber fahre. Seit dem November trainiert sie das Ganze. Und sie wird jetzt mal versuchen, hier ein Zeichen, einen der besten Basic Tricks beim Quad Freestyle zu zeigen. Noch einmal abgebrochen. Also seitlich auf zwei Räder soll es gehen hier für die Melanie. Wir gucken mal. Das sieht gut aus. Berlin, lass mal ein bisschen was hören hier. Unser Stuntgirl hier vom Stefan Lang. Schön slow gefahren das Ganze. Das sieht gut aus hier. Ja, der nächste Step wird dann der Redesign. Auch das wird sie trainieren. Und vielleicht sehen wir das ja in Kürze dann schon hier bei ihr. Perfekt gemacht. So, und jetzt holen wir mal den Lehrmeister hier zu uns rein. Das ist nämlich der Stefan Blank. Er ist Europas bester Flatland Freestyler in Sachen Quad Stunt Show. Und wir gucken mal, was der uns gleich hier erstmal für Basic-Figuren auf den orangenen Quad zeigt. Vielleicht wird er das Fahrzeug dann auch nochmal wechseln. Wir gucken einfach mal, was der Stefan hier raushaut und was das so geht. Aber hier haut erstmal einen Begrüßungsapplaus raus, jetzt hier für den Mann aus Hamburg, Dr. Stefan Lang. So, los geht es hier. Zeigen wir ihn. Schön slow, die Einfahrt jetzt hier in den Circle. Ja, der Stefan setzt hier ein Automatik-Quad ein mit einer sogenannten Variomatik. Die Schwierigkeit dabei bei den ganzen Figuren, die er zeigt, ist immer den optimalen Kraftstoff zwischen Motor und der Variomatik. Wenn du beim Schaltquad einfach mal in die Kupplung greifst, kannst du vielleicht die Motordrehzahl dann anziehen. Also, er muss hier timen. Jetzt hier einmal der One-End-Wheelie von ihm. So, ein Fuß bitte neben die Bar. Stefan, danke für euch. So, aus dem Stadthaus soll es jetzt direkt weitergehen hier. Ja, das sieht gut aus jetzt hier. Schön slow gefahren. Und eine der Spezialitäten von Stefan ist, werdet ihr ja nachher sehen, wenn die Melanie mit dabei ist, das schnelle Umstehen von den verschiedenen Gewichtspositionen auf dem Fahrzeug und dann immer noch mal wieder den Side-Wheelie oder den normalen Wheelie-Modus zu geben. Das ist Stefans Stärke. So, jetzt ist erstmal hier der Wheelie-Dumar-Rollhead angesagt. Und jetzt die überhaupt schwerste Figur, das Umsetzen. Und zeigen wir die normalen Figuren. Stefan hält hier und setzt bei 15 Stunden, macht er das Ganze auf. Gucken wir mal, da heute auch noch ein bisschen. Aber erstmal jetzt hier zeigen wir die unten gedacht, das perfekte Umsetzen hier von ihm. So, die Melanie, die kennt ihr ja schon, die steigt jetzt mit zu. Ja, fühlt sich gut an, sagt er. So, aus dem Stand raus hier gleich mit dem Wheelie. Dann jetzt auf dem Fahrzeug und gleich dort einfach wieder umsetzen. So,
So, gucken wir mal, was jetzt hier kommt. Erstmal den Heckblick. Jetzt die kurze Griffprobe. Fühlt sich gut an, sagst du? Mhm. Das mag der Stefan ein bisschen. So, jetzt ist es eins. Das ist gut, ne? Das ist ziemlich gut. Ja. Aus dem Stand gleich raus hier. Und jetzt sogar Flamingo Willi. Berlin, lass ein bisschen was hören hier. Versucht, also
crazy Nummer von den beiden. Also, da braucht die Melanie volle Körperspannung und auch der Stefan. Oh, das geht schon gut ab. Das war jetzt schon ganz nett. Jetzt ist Fahrzeugwechsel angesagt. 450er Gas-Gas, super Motocord, 16 PS Radleistung. Ja, der Stefan wird jetzt mal ein bisschen damit zeigen, hier seinen sogenannten Ertrinken-Modus. Gucken wir mal, was da jetzt reingeht. Yeah!
Asina Benning Stefan hier nochmal ins Mikro gefolgt bekommen hier. Stefan, komm mal her zu mir. Ja, hat euch gefallen, oder? Wie sieht's aus? Lasst mal was hören hier! Stefan, erste Show, aber guck dir das an. Alle hier wollten dich nur sehen. Richtig geil, oder? Ja, ich glaube nicht nur mich, aber schwer geil. Dankeschön! Ja, weiter geht es jetzt hier mit Generation X-Guide. Was hast du noch? Gegen Mittag zeigt mir noch einen Weltrekord mit den Super Bowl-Jungs. Da, hat ihr Bock? Weißt du, ja, Weltrekordversuch. Also nachher nochmal Side-Wheelie, Heck-Wheelie haben wir schon gemacht. Aber wir werden es nochmal versuchen. Warte, ich gucke auf meinen Timetable hier, weil du genau dran bist. 14 Uhr. Also, da vielleicht dann mit dem nochmal Weltrekordversuch hier voll besetzt.